Leute, in diesem DIY zeige ich euch heute, wie man Radiergummis selber macht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man es als DIY bezeichnen kann, denn eigentlich habe ich mir ein Set bestellt und mache das einfach. Also ein DIY ist es dann, glaube ich, in dem Sinne nicht, sondern vielleicht eher ein Produkttest. Aber es geht darum, wie man sich Radiergummis mit diesem Set hier selber machen kann. Das war nicht teuer, ich glaube so 10 Euro. Bin ich mir sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, wie teuer das war, weil ich das mit anderen Sachen zusammen bestellt habe. Ich packe euch den Link mal in die Infobox, dann könnt ihr ja mal draufklicken und nachschauen, aber ich glaube nicht, dass das großartig teuer war. Ja, wie gesagt, von Amazon, schaut mal nach und hier gibt es so viele verschiedene Farben drin. Ich habe da jetzt schon 4 Radiergummis draus gemacht und es sind immer noch so viele Farben da übrig. Ich kann da wahrscheinlich 30 Radiergummis draus machen, glaube ich. Und ja, die zeige ich euch jetzt mal in dem Video und die sind cool geworden, also wirklich toll. Schaut mal, ich hoffe, euch gefällt es. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, wir beginnen mal. Hier seht ihr nochmal das Set von außen. Es nennt sich Creatables DIY Eraser Kit. Und da drin findet man 12 verschiedene Farben. Und die muss man im Backofen backen, also formen und dann backen. Und dann kann man sie als Radiergummi direkt benutzen. Ich zeige euch jetzt mein erstes Design. Das ist nämlich ein Oreo. Und dazu habe ich 2 verschiedene Farben gemischt. Ich habe mir erstmal braun genommen und das in der Hälfte durchgebrochen. Das ist am Anfang noch recht hart. Das muss man dann in der Hand erwärmen und ein bisschen durchkneten. Dann habe ich schwarz dazugegeben und das Ganze immer wieder übereinander geschichtet und dann so geknetet, bis die Farbe dann so war, wie ich sie haben wollte. Passt aber auf, das färbt ein bisschen auf die Hände ab. Vielleicht könntet ihr zwischen euren Designs die Hände waschen. Jetzt habe ich diesen Mold hier genommen, den hatte ich noch von meiner Oreo-Motto-Woche. Da habe ich das aus Silikon selber gemacht, so einen Abdruck. Verlinke ich euch nochmal in der Infobox und in der Endcard, dann seht ihr, wie man das macht. Und den kann man immer wieder verwenden und hier drücke ich dann halt dieses Mal so eine Masse damit ab und habe quasi schon das perfekte Oreo-Muster dann da drauf und muss nur noch eben die Ränder abschneiden mit einem Messer, ganz einfach, damit das wieder ein bisschen hübscher aussieht. Für diese Cremefüllung habe ich mir einfach die weiße Farbe genommen und die auch wieder geknetet und zu so einer runden Scheibe geformt. Die legt man dann einfach zwischen die beiden Hälften, natürlich muss man dann auch 2 machen, und presst das gut fest, im Backofen backen. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr das backen müsst, das steht nämlich auf der Verpackung hinten drauf. Jetzt kommt schon der Macaron und da habe ich mich für so Candyfarben entschieden und ich blieb dann am Ende bei Rosa hängen, so ein Zartrosa. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. War natürlich auch wieder zu viel, deswegen habe ich es durchgeschnitten und dann wieder in der Hand erwärmt und durchgeknetet. Genauso wie eben auch. Jetzt habe ich so eine Kugel geformt und die drücke ich so ein bisschen an den Rändern und oben platt, dass das eben so eine Form hat, ja, als hätte man das gebacken. Und dann habe ich noch so eine kleine Schlange zusammengerollt und die lege ich dann einfach um dieses Deckelchen drumherum. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein UFO. Und dann muss man sich einfach einen Zahnstocher nehmen und ganz, ganz, ganz oft in den Rand reinpieksen, also unglaublich oft, solange bis sich fast alles da so reingezogen hat in die Mitte, dann ist es auch nicht mehr so dick aufliegend und es sieht nachher wirklich aus wie so ein gebackener Macaron. Und jetzt habe ich hier auch nochmal die Füllung genommen und zwar diesen Pinkton mit ein bisschen Weiß gemischt, damit das noch einen Ticken heller ist. Und jetzt noch eine zweite Seite davon gemacht, zusammengedrückt und fertig. Das nächste Radiergummi ist so eine Art Galaxy Eraser-Ding, würde ich einfach mal sagen. Und zwar habe ich da einfach verschiedene Farben, die ich gerne mochte, zu solchen Schlangen zusammengerollt. Ich habe mich hier für 3 verschiedene entschieden, aber ihr könnt auch eigentlich nehmen, was ihr wollt. Und das ist übrigens sehr einfach. Man muss das dann nur so verzwirbeln, dann immer wieder aufrollen und so wie man möchte und wie man lustig ist, alles durcheinander mischen. Nicht zu viel, sonst hat man nachher eine Farbe. So, dass einem das gefällt. So gefiel mir das dann, habe ich es aufgerollt, platt gedrückt und dann einfach nochmal so in sich zusammen aufgerollt und schon war eigentlich das Design fertig. Und ja, sieht ein bisschen ramponiert aus, weil ich das schon benutzt hatte in dieser Aufnahme. Jetzt kommt mein letztes Design und zwar der Donut. Dafür habe ich mir aus orangener Masse so einen Kreis gemacht, den ein bisschen platt gedrückt und dann mit einem Bleistift einfach ein Loch hineingepiekst. Das ging ganz einfach und für die Füllung habe ich mir, den Zuckerguss, genau, habe ich mir nochmal rosa genommen und das dann mit dem Messer so ausgeschnitten, dass es so ein bisschen aussah wie verlaufene Zuckermasse eben.
Die habe ich dann auch nochmal in der Mitte mit dem Bleistift durchgepiekst, damit man eben zwei Teile hat, die genau aufeinander passen. Das habe ich dann oben drauf gelegt und dann muss man das Ganze nur noch mit den Fingern aneinander festdrücken und die Übergänge so ein bisschen weicher machen, sage ich jetzt mal, dass das nicht so abstehend aussieht. Und jetzt habe ich noch Streusel gemacht, auch wieder aus ganz vielen verschiedenen kleinen Schlangen und die einfach dann oben drauf gelegt. Das war eigentlich ziemlich einfach. Auch schon wieder und ihr habt jetzt meine tollen Radiergummis gesehen, die ich gemacht habe. Ich bin ganz verliebt in die. Vor allen Dingen der Oreo hier hätte sehr gut in meinen Oreo-Motto-Monat mit reingepasst. Falls ihr den Motto-Monat noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch mal die Playlist davon. Da habe ich ja nur Oreo-DIYs gemacht und ja, wie gesagt, hätte echt gut reingepasst eigentlich, ne? Aber auch mit den anderen bin ich super zufrieden und kann es gar nicht abwarten, die richtig zu benutzen. Ich hoffe, ja, euch hat das Video Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! In der Endcard verlinke ich euch jetzt nochmal unsere DIY-Playlist und auf der anderen Seite, wie versprochen, die Oreo-Playlist mit meinen 4 Oreo-DIYs. Ja, wenn ihr das verpasst habt, schaut mal rein. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben. Ja, wir würden uns auch über ein Abo freuen und dann sehen wir uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!